Start Recording, jawohl. Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Elden Ring geht weiter. Ich meine, die es verfolgt haben, die wissen, wo ich stecke, wo ich bin. Ihr habt noch kein Bild, das kommt sofort. Hier, so, Ton habt ihr auch nicht. Jetzt habt ihr auch Ton. Genau, ich stehe hier vorm Endboss. Des DLCs und ich werde ihn jetzt heute wahrscheinlich nicht direkt besiegen, aber ich sag noch mal kurz Hallo, hätte ich gesagt. Wir schauen mal, was geht. Der gute Radahn, versprochener Gemahl. Ah, der kommt spät. Der kommt immer super spät. Und hier bin ich mir noch nicht sicher, wie ich da ausweichen muss. Es kommt auch so spät. Schade. Da hatte ich beim letzten Schlag, glaube ich, ein bisschen... Habe ich zu früh oder zu spät gedrückt? Oder kann man seine zwei Schwerter gar nicht parieren? Der Spacko, der hat meinen Helm auf. Mega Lag? Echt? Uh-oh. Ich weiß, ich muss meinen Computer neu installieren. Aber eigentlich sieht's gut aus. Also bei mir sieht alles okay aus. Ich habe auch keine ausgelassenen Frames. Moin Moin Sven, sagt Hallo Kalona. Moin. Ah, zu spät. Alter Schwede. Okay, das wird hart. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, ihn zu parieren. Okay. Ich möchte ihn parieren. Ja. Kann ich probieren. Ja, es funktioniert. Okay. Also, aber es ist, nach jedem Versuch, den Controller weitergeben. Nein. Grüß dich, Sepp. Hi. Zu spät. Mist. Ich finde, das zieht sich so durchs ganze Spiel. Was zieht sich durchs ganze Spiel? Hier, dass du ab und zu, du denkst, der schlägt. Ja. Und das tut er nicht. Der genau. Macht das dann, wenn du gerollt bist. Ja, die verzögerten Angriffe, ja. Ja, genau. Ja, das ist jetzt auch nur so ein bisschen so ein Reinkommer. Irgendwann kriege ich das Timing von ihm schon. Alter Schwede. Alles klar. Es geht jetzt nur ums Üben. Mist, zu spät. Zu früh. Den kann man, glaube ich, nicht parieren. Wenn seine zwei Schwerter kommen. Hallo? Hauen? Hauen? Warum funktioniert meine Taste nicht? Okay. Das muss ich... Okay, ich bin verwirrt. Moment.
Geht nicht. Schwerer geht? Nee. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass mein Controller schon am Arsch ist. Der ist neu. So. Hoffentlich sind die Controller-Probleme behoben. Jawohl, er haut zu. Wunderbar. Dann können wir ja jetzt nochmal reingehen und jetzt nochmal versuchen, ihn zu parieren. Ja, sehr gut. Let's go. Zu spät gedrückt. Ach, ärgerlich. Ah, den Doppelten kann ich, glaube ich, nicht. Oh, das ist so mies. Er hat ein Timing, wenn er den Rechts-Links-Schlag macht. Also mit der linken Hand zuerst und dann mit der rechten. Dass wenn du ausweichst, ich glaube, den sollte man überspringen eigentlich und nicht, ausweichen. Ich glaube, man sollte springen und nicht rollen. Weil springen ist manchmal in Elden Ring echt krass OP. Bei vielen Bossen, es gibt viele Attacken, die man überspringen kann. Und das habe ich aber nicht raus, also... Aua. Ey, das wird echt hart, den zu parieren. Ach so, falls sich jemand in der YouTube-Aufnahme wundert, wer denn hier sitzt. Und Sven übrigens. Der kam hier kurzfristig vorbei und hat gesagt, er guckt mal ein bisschen rein. Sag dich schon mal, wie oft er stirbt. Ja, bis jetzt häufig. Nein, 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 doch, das wird hart, den zu parieren. Ah, soll ich ihn ein bisschen mit der Keule verprügeln? Dass ich nicht ganz so oft sterbe? Probier's. Meinst du, ich schaffe ihn direkt, wenn ich die Keule auspacke? Ob ihn direkt schaffst, weiß ich nicht, aber was mein Plan wäre, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Das ist echt so. Die Magie auspacken, oder was? Ja. Nee, hier wird nichts. Kein Brutzelzeug benutzt. Reine tödliche Gewalt. Mehr gibt's hier nicht. Ja, die übt ihr gerade aus. Ups. Was? Die reine tödliche Gewalt hat er gerade ausgeübt. Ach ja, ich habe ja noch ein paar andere, also ich habe ja aktuell, stehe ich vor drei Bossen im DLC. Einmal den guten Radahn, dann hier oben so einen Drachigen, bei Egon in der Ecke, ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen? Den Drachen? Ich glaube nicht. Und hier den, so eine hässliche Blume. Ja, die kenne ich. Ja, die Blume ist, die ärgert mich auch ganz heftig. Und mein Plan für heute wäre, diese drei Bosse zwischendurch mal zu probieren, aber ansonsten noch die restlichen Bosse, die es im Spiel gibt, irgendwie zu finden. Ich hoffe, der Chat kann mir da ein bisschen dann helfen, weil ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich hingehen müsste. Weißt du, hättest du einen Plan? Weißt du, wo noch Bosse sind? Mach mal die Map ein bisschen kleiner. Klar, also. Ein bisschen kleiner. Ich meine, links oben sollte noch einer sein. Ja. Irgendwo hier. Ja, genau. Ja gut, aber also, ist das das? Hier, da war einer, ne? Also, in der Kirche. Ja, genau. Und wenn du weitergehst, sollte eigentlich noch einer kommen. Ah, gibt's noch einen anderen Weg? Mhm. Ja, genau. Hier war ein Boss. Ja, genau. Und wenn du jetzt weitergehst... Also, weiter kann ich nicht, in die Richtung ist Ende. Da geht's nicht viel weiter, aber ich kann zurückgehen. Ja, und dann kommst du unten rum irgendwie. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch irgendwas geht. Gar, dass du springen kannst. Ja, hier nicht, nee. Aber irgendwo kannst du...
Hier oben vielleicht irgendwo? Weiß ich nicht. Na, sieht nicht so aus. Also brauchst jetzt auch nichts googeln. Nee, nee, ich hab dir doch ein Bild geschickt von meiner Map. Ja, aber du bist ja... Ja, ich war da woanders. Du bist auf der Hauptmap. Ja, genau, und du bist im Untergrund gerade. Nee, ich bin im DLC. Ja, ich weiß. Na. Was habe ich jetzt hier gesammelt? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, also vielleicht da unten irgendwo, aber... Doch, ich meine schon, dass es da irgendwo weitergeht. Es könnte sein, dass ich hier irgendwo was verpasst habe. Es kann schon, wäre schon möglich, aber... Ja, den habe ich das letzte Mal schon verprügelt, oder er mich, ich weiß es nicht mehr. Hier unten vielleicht? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oder? Lauf mal. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon war, ne? Ah, Hunde, ich liebe sie. Die besten Gegner in diesen Spielen, ne? From Software. Ganz normal, From Software. Überall gibt's Hunde. In, mit blauen Blumen. Aua! Hören Sie bitte auf! Ihr blöden Mistviecher. Und dann der Typ auch noch dazu, ey. Der Fettsack. Jawohl, ab in den Ranzack. Mann, ey. Ey. Nein. Ein Gebiet mit blauen Blumen, in dem du noch nicht warst. Ein bisschen versteckt. Der Weg startet beim Grace vor der schwarzen Festung. Ah, guck mal an. Also, schwarze Festung. Das ist... Nee. Nee. Von der vor der Festung Richtung Osten. Ah, die Messe. Ach so, das ist okay. Schattenbergfried. Alright. Du läufst die Richtung, wo du gerade warst. Jetzt. Oder? Nee. Hier erstmal raus. Ja, ich frage mich, wie ich hier hinkomme, dass ich dieses dämliche Ding aufdecken kann, weil hier unten war ich ja auch noch nicht. Ich hätte gerne diesen Dinger noch aufgedeckt irgendwann. Und hier drüben muss es ja eigentlich auch noch irgendwo einen, dass ich die Map aufdecken kann, so einen Schrein geben. Dieser hässliche Hammerkopfhelm, ne? Oh, der ist lustig. Die Keule dahinter. Ja. Richtung Osten. Ah.
Sieht nicht so aus, als könnte ich da irgendwo runter. Hier sollte es wo runtergehen. Also doch, okay. Hier. Genau geradeaus. Und da. Nee, da kann ich nicht runterspringen. Ja, da müsste irgendwo ja mit Sicherheit nochmal was. Ja. Ich glaube vielleicht da hinten. Nee. Sieht auch nicht so aus da irgendwo. Sieht eher schlecht aus, ehrlich gesagt. Ja, richtig. Mich da hoch? Nee. Aber vielleicht irgendwo eine Höhle oder so, die einen runterführt. Das könnte noch sein. Du hast halt immer das Ding vor der Nase, gell? Das ist ein bisschen doof. Nee, hier komme ich auch nicht höher. Aber hier? Hi, ich wollte hier nur mal vorbeischauen. Und da so sagen und euch mal kurz von meiner Keule begrüßen. Ach Leute! Immer mit der Ruhe. Sowas gibt es ja nicht in Elden Ring, irgendwelche Türen, wo man einfach durchlaufen kann. Wir sind ja hier nicht in Assassin's Creed, ne? Guten Tag, Herr Adler. Der mag dich nicht. Nee, der hat nicht so Bock auf mich. Aber hier geht's nicht runter. Hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube schon. Warst du da schon mal unten, oder was? Ja, schau doch mal. Hier, mit deinem Pferdchen kommst du doch safe da runter. Na, also runterspringen kann ich hier nicht, da gehe ich drauf. Hier, das sieht so ein bisschen nach Vorsprung aus, den man anspringen kann, aber wenn es hier nicht weitergeht, bin ich gefickt. Ich glaube, das ist the only way. Ja, sieht fast so aus, ne? Mhm. Nee, da komme ich doch nicht tiefer. Da gehe ich nur drauf. Aha. Sepp wollte mich einfach in einen Bären locken, ich sehe schon. Gucken wir mal von hier drüben, vielleicht sehen wir da was, aber es sieht nicht so aus, ne. Also selbst wenn ich hier rüber gehe, da drüben. Ich glaube auch, ganz runter kommst nicht. Wenn, ja, weiß nicht. Ich gehe mal noch ein paar Bären verprügeln. Ah, vielleicht geht's auch ohne, aber hier ist irgendwas. Was ist das hier? Schattensonnenblume. What? Okay. Also hier hätte ich jetzt gesagt, noch weiter muss ich nicht. Und nicht.
Vor allem Nebels jetzt, das ist Mist. Haraf, grüß dich. Jump for secret item. Ja. Prometheus, hi! Oh Gott, Prometheus. So heißt er, unser warmen Wirtschaft zu stehen. Ach so. Ja. Ich dachte gerade, was. Ich rauche noch erlaubt, oder soll ich schnell vor die Tür? Nee, du kannst gerne hier auch kurz rauchen, auch wenn ich, ja. Kein Schwende. Versuche es im Stream. Wahrscheinlich zu vermeiden, weil Rauchen ist ungesund. Ja, richtig. Ja, okay, also ich sehe hier. Oh oh. Ja, das. Gut. Jetzt bist du unten. Ja, ich bin unten angekommen. Wuhu! Da ist so ein Ding. Ja. Vom Camp Bonfire. Wait. Im Camp gibt's ein Bonfire? Aber warte mal. Moment, wo haben wir gerade versucht hinzukommen? Wo sind wir versucht? Hier hin. Nee, hier. Moment, bin ich jetzt dumm? Hier unten war ich doch schon. Da war ich doch schon. Und hier sieht es so aus, als könnte man hier einfach irgendwie durch. It is complicated. Hier gibt's ein Campfire, echt? Und dann läuft man nach Osten, also hier irgendwo. Jetzt werden hier YouTube-Links gepostet. Oh Mann, nee, sowas fangen wir hier nicht an. Ich habe noch bisher alles mit eurer Hilfe und ohne YouTube und Google geschafft und gefunden. Das werden wir jetzt auch hinkriegen. Mehr Schichten als eine Lasagne. Ah. Ah, hier sind wieder die Bären. Der hat mir gerade links ins Ohr brüllt. Bitte? Der hat mir gerade links ins Ohr gebrüllt. Ja. Der hey! Lieber Bär, lassen wir das. Ich könnte aber auch noch ein bisschen weiterlaufen und mal gucken, was dort geht. Was ist er eigentlich? Ist er ein Boss? Oder ist er einfach ein krasser Bär? Ralva, der große rote Bär. Er ist ein Boss. Er hat einen Lebensbalken. Er ist ein Boss. Oh, komm her, du. Aua. Oh, bitte hören Sie auf, bitte hören Sie auf. Warte doch kurz, Mann. Jetzt können wir wieder. Aua. Ah, da kommen zwei. Okay.
Aber weißt du was? Ich glaube, ich kann dich hiermit besiegen. Mit dem kleinen Zahnstocher. Aua, nicht so, nicht so, nicht so. Ganz schön knapp. Boah, das ist mies. Die kommt auch sauspät, der zweite Teil dieser. Ah, da kann man nicht reinlaufen. Das ist ärgerlich. Fühle ich, mein Bruder musste mir auch alles erklären. Okay. Voll mies. So, jetzt nochmal. Oder lieber Keule. Ich glaube doch lieber Keule, ha? Huh? Wer 1, Tassi 0. Ah, ja, ja. Und es scheint nicht besser zu werden. Aua. Aua. Hey. Oh. Okay. Der arme Bärenkumpel. Er scheint seine Freunde zu lieben. Mist, zu spät. Aua, jetzt muss ich heilen. Lass mich kurz, warte. Zu spät gedrückt. Ah, wunderbar. Wo ist dein goldener Bollen da? Und Bleedbrock. Nice. Let's go. Bär 1, Tassi 1. Würde ich sagen. Ralvas Pelz. Eine Kopfbedeckung. GG, dankeschön. Was die kann, will ich wissen. Da. Verbessert Anrufungen, die scherzhaft Bärenkommunion genannt werden. Ich glaube, das ist einfach ein Style-Ding. Sieh mal an. Redenko Papovic. Hi. Ich kann leider keine kyrillischen Buchstaben lesen. Tut mir leid. Zieh mal an. Wo ist sie? Da. Schon ziemlich cool. Fasnet. Ist voll fasnet. Aber ich will meinen Hammerkopf. Incantations? Ja, Inkantation. Ja, wie auch immer, benutze ich wahrscheinlich nicht. So wie viele, viele Dinge in diesem Spiel. Ich benutze einfach, es gibt so viele Sachen in dem Spiel, die ich nicht benutze, die mir so viel wahrscheinlich leichter machen würden. Aber ja, so geht's hier zu blauen Blumen. Wo bin ich hier jetzt gerade? Nee.
Ihr wollt mich wahrscheinlich genau hier unten haben, oder? Anrufungen. Ah, ich habe keine Ahnung, was eine Anrufung ist. Nee, da unten war ich ja schon. Das ist ja Quatsch. Da wollen wir nicht hin. Aber da über die Hängebrücke, bin ich da schon mal gelaufen? Das kommt mir gerade so unbekannt vor. Ach so, nee, hier geht's hier rüber. Ah, ja. Und was es hier gibt, weiß ich auch immer noch nicht. Da war ich schon und da war einfach nichts. Buffs. Ah. Nun. Ah, jetzt hat... Okay, Kalona, alles klar. Jetzt sind wir auf dem gleichen Level. Aber das Spiel sagt mir natürlich nicht, um wie viel das verstärkt wird, ob sich's lohnt oder nicht lohnt. Oh, was ist da unten? Ein Riesenloch? Ach, guck mal an. Da will ich also hin. Nach was suche ich denn? Ich meine, suche ich irgendwas, wo ich hier an der Felswand runtergehen kann? Oder suche ich was anderes, um da runterzukommen? Wait, hier? Nee. Da ist ein Loch, eine Höhle. Da will ich wahrscheinlich durch. Ja, Moment. Jetzt habe ich 180.000 Seelen verloren, ne? Ja. Scheiße. Oh, shit. Dann gehe ich hier hin. Dann versuche ich es hier. Es könnte sein, dass man da durchkommt. Und ich verpiss mich jetzt. So, Sven geht wieder. Den begleite ich kurz mit nach draußen. Bin sofort wieder da. So, Leute. Jetzt bin ich voll und ganz für euch da. Und irgendwie, irgendwas stört meinen Computer. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe gerade auch schon wieder einen Lag gesehen zwischendurch. Ah, guck mal, mein All-Chat geht wieder. Und das Overlay müsste jetzt auch wieder gehen, oder? Warte mal, ich muss kurz schauen, ob mein... Ich connecte kurz den Twitch-Chat. Moment, Moment. Test, Test, ja. Also da sehe ich es auf jeden Fall. Dann kann ich das hier schließen und das hier schließen. Und jawohl, da seid ihr wieder. Mensch, nice. Kann ich das hier schließen? Kostet alles Leistung, die man sich sparen kann. Ich weiß nicht, was mein Computer aktuell hat. Ich habe jetzt alle Komponenten da, um eine neue Installation zu machen. Ich glaube, es könnte ein Überhitzungsproblem sein, weil ich das letzte Mal, als ich den PC neu zusammengebaut habe, hatte ich ein bisschen zu wenig Wärmeleitpaste. Und ich glaube, jetzt leidet er mittlerweile darunter, weil er ein bisschen mehr schaffen muss. Aber ich guck noch mal schnell... habe ich denn für Elden Ring hier was eingestellt gehabt? Oh, wo ist es denn? Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Hallo? Aktive Prozesse. Kann ich bitte... Elden Ring Exe. 0 bis 11.
Ja, das passt eigentlich. Das ist perfekt so. Zwischendurch habe ich gerade auch schon wieder einen leichten Lag gesehen. Aber ich hoffe jetzt. Und das letzte Mal ist nach Elden Ring ist ja mein Computer komplett abgeschmiert, ne? So. Egal, weiter geht's. Ich hoffe, es hält sich jetzt in Grenzen. Also das Lager. Und einfach nach Osten gehen. Ich hätte jetzt tatsächlich einfach mal hier unten hingeguckt. Weil da war ja so eine Tür. So ein Durchgang. Sah nach einem Durchgang aus. Jetzt sehe ich den restlichen Chat nicht, weil ihr jetzt erst angezeigt werdet. Also alles über Kalonas Test. Ja, guck mal. Was war nochmal mit den Würmchen? Irgendwas war mit diesen Würmchen. Einen Sub? Hey, Prometheus! Alter, Dankeschön! Vielen Dank für deinen Sub! Wow, was ist das hier? Hi! Ich habe gehört, ihr wollt verprügelt werden. Heilung aus der Ferne. Was ist das hier? Warum steht hier ein leuchtender Baum? Lukas, hi, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Oh, Pet, Alter, es tut mir leid. Er schreibt Schluchz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin schon so ein Streamer, ne? Meine Güte, nichts kann er, nichts kriegt er auf die Reihe. Ich bin vergiftet. Ach, ich liebe es, vergiftet zu sein. Guck mal hier, und ich hab's gefunden übrigens. Alles easy. Halb so wild. Kommt mal her, ihr Vögelchen. Aua! Ich hab euch schon auf der Burg, hab ich euch schon gehasst. Schnauze. Das Gebiet sehr unspektakulär. Okay. Ja, darum geht's nicht. Ich bin auf der Suche nach Bossen. Nach den letzten Bossen im DLC. Ey, komm zurück, ich hab dich schon gesehen. Muss gar nicht glauben, dass du davon kommst. In letzter Zeit viel verpasst. Du kannst viel auf YouTube nachholen. Und ja, da war ich schon. Aber ich hab's. Da gehen wir heute wahrscheinlich auch noch mal kurz vorbei. Ach komm, weißt du was? Ich werde jetzt nicht hier 10 Vögel bekämpfen, ihr. Könnt hier bleiben und euch einen ablurken. Macht ihr mal. Hey, Fuß von Rau. Okay, wait. Wo bin ich hier? Moment. Oh mein Gott. Geilo! Kann ich hier, glaube ich, endlich, da unten in die Richtung müsste doch wahrscheinlich dann irgendwo dieser Schrein sein für Karte holen. Genau! Wird nachgeholt, Prometheus. Das war keine.
Aufforderung dazu, aber falls es jemand interessiert, wie es bei mir so gelaufen ist, könnt ihr gerne auf YouTube nachschauen. Moment, jetzt muss ich erstmal das wegmachen und mit denen hinmachen, damit ich ungefähr eine Richtung habe. Nee, was macht ihr denn hier? Euch gibt's hier auch. Hab ich das vergessen, dass es die hier gibt? Warte mal. Nee, warte. No. Oh, die können mehr. Ah ja, da war noch was. Auch, okay, er zieht die Keule zurück. Hey! Nicht doch. Wow! Ein Befehl. Oh, jetzt wird's knapp hier. Kumpel. Lass mal. Ah, okay. Ah, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt einen grausamen, grausamen Ohrwurm verpasst habe, den eigentlich keiner haben will. Und haben dich ins Jordanland geschleudert. ja, genau. So klein. Nein, hör auf. Nee. Ich habe jetzt nicht zwei Riesen verprügelt, um von solchen kleinen hier jetzt gekratzt zu werden. Die Map. Die Map! Finally! Endlich habe ich die Map! Okay, jetzt ist ein bisschen die Frage, was gibt's hier unten? Lohnt sich es, da nach hinten zu gehen? Hintre mit dem Hintre. Lohnt es sich, hier unten vorbeizugehen? Bossy McBossenstein wird wahrscheinlich hier irgendwo noch was warten. Oder hier in dem... in den Ruinen? Gibt's hier irgendwo eine Gnade? Einfach für einen näheren... Da, wunderbar, perfekt. Ah, es könnte schon sein, dass hier irgendwo ein Boss in der Ruine ist. Hallo? Ah, Hunde. Wie ich euch vermisst hab. Irgendeinen Grabstein. Darf ich nicht? Doch, ich darf. Aber hier oben gibt's nichts. Aber da oben vielleicht. Wie komme ich da hin? Irgendwie dadurch. Der gute Holzmichel, ja, genau. Genau der. Nicht werfen. Hat man euch als Kindern nicht beigebracht, dass man nicht mit Steinen wirft. Vor allem, also man kann schon mal einen Stein ins Wasser werfen, das macht Spaß. Aber
nicht mit Steinen in Richtung andere Leute werfen. Das ist gefährlich und das macht man nicht. Aber, ey, und vor allem nicht mit einem Tonkrug auf Leute schmeißen. Auch noch nicht mit dem DLC durch. Immer mit der Ruhe. Immer dann machen, wenn man überhaupt Lust dazu hat. Sonst wird's doch... Sonst macht das doch irgendwann keinen Spaß mehr. So. Ach, ihr mit eurem seltsamen Loot. Kommt man da hoch? Komm ich da hoch? Nee, von hier nicht. Da müsste ich jetzt wieder runter. Aber jetzt bin ich so schön hier oben schon. Darf ich? Pfeile. Hm. Hallo? Oh, hi. Autsch. Aua. Das war knapper, als es mir lieb war, um ehrlich zu sein. Der ist wirklich ein bisschen ätzend. Hier gibt's nur eine Kiste? Deswegen bin ich hier hochgegangen? Zweihandschwert-Talisman. Ja, ich habe halt kein Zweihandschwert, ich habe eine Zweihandkeule. Verbessert Angriffe mit Zweihandwaffen. Nun. Was passiert, wenn ich den wechsle? Habe ich genug? Ne, jetzt habe ich eine große Last. Schade. Ja, der ist richtig gut. Sollte ich den dann lieber statt dem reinmachen wahrscheinlich, wa? Na gut. Gucken wir noch schnell, was da oben für lila Loot war. Nee, oder? Scheiß drauf. Ist eh wieder irgendein Zeug, was ich nicht benutze. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Weiß gar nicht. Hier rüber vielleicht? Da oben liegt lila Loot. Wie komme ich an den lila Loot ran? Da ist eine Tür. Muss ich doch fast von hier wahrscheinlich irgendwie da rein droppen. Ah ja, guck mal hier über die Kante. Wunderbar. Hi. Warte kurz. Ja, Skadu-Baumfragment. Okay, vielleicht benutze ich es doch. Den blauen kann ich eintauschen. Gegen was? Und Pat? Was ist mit du? Also theoretisch sollte ich ja vielleicht schon einmal hier runterreiten. Aber hier geht's dann... Nee. Das sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas Spannendes, ehrlich gesagt. Warte mal, das ist Süden.
Sackgassen gibt's oft keine. Du hast gefettfingert. Warte mal, ich bin minimal irritiert. Was ist denn das für ein gewaltiges Gebiet hier noch auf der anderen Seite? Ja, dämliches Insekt. Und was hast du in deinen Händen? Geisterasche. Warte, wait, what? Nee, Moment, ich gucke jetzt genau drauf zu. Hä? Moment. Ach, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay, jetzt weiß ich, wo ich hingucke. Da ist der Totenkopfdrache sitzt da drüben. Den habe ich, glaube ich, noch nicht besiegt. Oh Mann. Komplett verwirrt. Oh oh. Ups. Aber gegen was, Kalona, gegen was soll ich den Talisman eintauschen? Da stehe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Wo kann ich überhaupt Talismane eintauschen? Und mir fällt gerade so auf, dass mir das Verlieren von Runen so komplett egal geworden ist. Also selbst, ich meine, so ein bisschen denkt man dann so schon dran, so, ah, okay, oh, jetzt habe ich 180.000 Runen verloren. Aber, also wenn wir mal ehrlich sind, wegen diesem einen Stärkepunkt, das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Ja, ja, gegen den blauen Talisman, den du anhattest, konnte ich den anderen eintauschen, oder was? Ich verstehe nicht. Den blauen kannst du eintauschen. Ach so, beim... Ich da... Oh, okay, ich bin jetzt davon ausgegangen, du redest irgendwie von einem Händler oder so. Ja, auswechseln, genau. Oh, dass ich den bei einem Händler irgendwie eintauschen kann gegen Runen oder gegen keine Ahnung was eintauschen kann. Ah, okay. Ich stand auf dem Schlauch, Entschuldigung. Jetzt habe ich heute schon dreimal verkackt, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wird nicht besser. So, Kalona. Sollen wir uns treffen und uns prügeln, um zu schauen, wer recht hat? Dass ich es falsch verstanden habe und du dich nicht falsch ausgedrückt hast, sondern dass ich es auch hätte checken können, was du meinst. Wenn du am anderen Ende von Deutschland wohnst, schlage ich vor, wir treffen uns in der Mitte. Ich wohne am südlichen Ende. Oh, oh Gott! Ich hab's ja vibrieren gesehen und hab mir noch gedacht, irgendwas kommt gleich. Aber dass es direkt vor meiner Nase auftaucht. Oh. Das ist immer lost. Ja, genau, das ist es nämlich. Oh. Ich habe ja sogar gemerkt, dass gleich was auftaucht. Aber das ist halt so... Oh. Ey, musst du mich jetzt auch noch verfolgen, du hässliches Ding? Das geht so, denkst du? Okay. Oh, ich bin ja so schlecht, ne? Schleswig-Holstein. Ah, wo ist das? Das ist, glaube ich, so Berlin-Ecke, oder? Ich bin so schlecht in sowas.
Ich kenne mich überhaupt nicht mit Geografie. Ich könnte von Bayern aus. Kommt der Pet zum Verprügeln vorbei. Kiel. Ah, guck, Kiel sagt mir eher was als... Also Bundesländer bin ich wirklich schlecht. Aber Kiel, da bin ich schon dabei. Das kann ich einordnen. Sag mal, was ist das hier? What the fuck? Wo? Ich bin einfach random in irgendeine Höhle gelaufen, währenddem ich mit euch geredet habe. Und jetzt bin ich hier. Hä? Wait. Oh, nee. Warte, hä? Ich glaube, da oben bin ich schon mal irgendwo entlang gelaufen. Ja, Krabi, lass mich. Bin ich nicht da drüben schon mal irgendwo entlang gelaufen? Ich kann keine Map aufrufen. Irgendwas verfolgt mich. Wo bin ich hier? Können wir uns bitte nicht vergiften? Wait, das kommt mir jetzt... Okay, Moment. Nein, hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Da bin ich entlang gelaufen. Und bin dann da oben bei der Burg rausgekommen. Und jetzt bin ich gerade hier durch irgend so ein Loch. Wow. Okay. No. Okay. Nochmal neu versuchen. Ich wollte nochmal abbremsen. Ich hätte committen sollen auf den Sprung. Ich glaube, ich hätte ihn geschafft. Ich wollte bremsen, um zu gucken, wie weit ist denn der Sprung bis zu dem lila Ding. Aber, ja. Das hat zum Tod geführt. So, jetzt noch mal gucken. Wie klein das DLC ist und gar nicht ver... Ja, ja. Da gab's wirklich solche Stimmen, ne? Die das... Komm ich da rüber? Komm, das müsste doch reichen. Ja. Ah! Oh, überlebt. Hi, liegen Menschen. Ich will hier nur mal kurz durch. Da unten ist ein Hummer. Ein riesiger Hummer. Was ist hier los? Ich weiß halt nicht, was für Loot da oben jetzt lag. Den habe ich leider nicht so richtig mitnehmen können. Holy shit, das hört gar nicht auf. Hey, was sitzt denn du hier so traurig rum, hä? Huh?
Man hat mir eins gesagt, ein Sarg könne seinen Passagier auf eine sanfte Reise führen. In Saint-Trinas neidigen tiefvioletten Garten. Oh, in einem solchen Paradies zu schlummern. Alright, wo ist der Sarg, der mich in ein solches Paradies führt? Hallo? Hey, hier geht's auch weiter runter. Oh mein Gott! Hierhin! Und ich bin ja jetzt nach unten gelaufen. Ich bin ja noch nicht mal hier lang und noch nicht mal hier hoch gelaufen. Und hier habe ich mich auch noch nicht unten umgeguckt. Aber hinter diesem Wasserfall ist auf jeden Fall ein Schatz versteckt. Da bin ich mir sicher. Also, einen Schatz habe ich nicht gefunden. Ja. Scheiße. Ich wollte nur mal sicher gehen, nicht, dass ich hier irgendwo den Sarg verpasse. Noch viel zu tun. Ja, ich bin sehr überrascht, dass ich hier doch noch ein bisschen weiter zu erforschen habe. Hemdorf Blatt, hi! Weil es... Ja, doch. Moment, kann ich durch dieses Wasser reiten? Es sieht so tief aus. Das sieht nach tödlichem Wasser aus, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass der Kumpel hier ja nicht schwimmen kann. Aber sicher bin ich mir da gerade nicht. Jetzt habe ich irgendeinen Satz angefangen und ihn nicht beendet. Ja, ich dachte, dass ich bald fertig bin. So, ich habe schon einige Bosse gekillt und alles. Dass ich so die letzten Bosse, aber es ist... What the fuck? Du bist ein Boss-Schaf. Nein, keinen eigenen Lebensbalken? Aber... Also du würdest eine Familie für ein Jahr auf jeden Fall ernähren, Kumpel. Solltest dir mal überlegen, ob das nicht was für dich wäre. Okay, krass, wie es hier aussieht. Wait, geht's da noch weiter runter? Nee, ich glaube, da ist dann langsam Schluss, oder? Was ist das? Wow! Gehört er zu euch? Ja? Ist das der Verrückte aus der Familie, ha? Ja, den gibt's überall, keine Sorge. Oh! Ja, solang's euch nicht zu sehr stört, ne? Oh. Ich hoffe, das war keins von deinen. Aber ich bin mal weg, ne? Was ist das? Es sieht aus wie ein riesiger Drache. Es ist ein riesiger Drache. Oder ein versteinerter Drache.
Moment. Wait. Wo bin ich und wo soll ich hin? Da drüben. Ach ja, so ein komisches Flammending auch noch. Ein toter, versteinerter Drache. Irgendwie sowas, ein toter Drache. Vielleicht nicht versteinert, ja. Warte mal, Moment. Du willst mir aber nicht erzählen... Nee, okay. Ich war jetzt im ersten Moment so... Der Berg ist der Drache ist der Berg. Aber nee, der liegt daneben. Holy shit. What? Da muss ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Das sieht auch schon wieder so geil aus hier, ne? Und ich habe noch nicht mal hohe Grafik eingestellt. Ich habe langsam das Gefühl, ich brauche einen krasseren Computer, dass ich einfach auf Ultra spielen kann und gleichzeitig streamen und aufnehmen. Ah, hier sind blaue Blumen. Hallöche. Oh, oh. Jetzt war ich gerade von einem riesigen toten Drachen begeistert. Komm hier ums Eck, um einfach erneut überrascht zu werden vom Spiel. Aus dem Nichts. Stark. Schön hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Geil das auch ist, ne? Hier mit den blauen Blumen, die so ein bisschen Wasser imitieren und dann diese Dinger, die da rausstehen, die aussehen wie Schiffsrümpfe. Stark. Alles so grau und blau, das ist mega geil, ey. Ja, und dann stöhnen hier schon wieder. Du zerstörst das schöne Bild mit deinem Rumgestöhne. Kannst du bitte nicht? Ah, vielleicht war es auch gar nicht du oder du. Da oben stöhnen noch mehr Leute rum. Könnt ihr eure Klappe halt nicht versucht, das hier zu genießen, wirklich. Und ihr stöhnt in mein Ohr. So. Ah, schön. Wie das hier aussieht. Das Grau und das Blau. Geil gemacht. Wirklich. Stark. Sitzt da oben ein Bulle? Ich hoffe, der lebt nicht. Und tut mir jetzt was, wenn ich seinen Loot klaue. Gräbertal-Lilie, ja, wer hätte es gedacht? Unnütz. Entschuldigung. Für mich unnütz. Weil ich es einfach nicht benutze. Nicht, weil es im Spiel keinen Nutzen hat. Sag mal, das hört gar nicht auf hier. Was bist du für einer?
Du bist eine miese Ratte und bereitest mich auf das vor, was hier vielleicht noch kommen wird. Das gefällt mir nicht, was hier gerade passiert ist. Das gefällt mir gar nicht. Eigentlich brauche ich eine Gnade. Nee, da oben war eine. What the fuck? Und dann, Moment mal. Hier ist das... Oh mein Gott. Dann erstmal darüber. Okay, das ist tödliches Wasser. Was ist das da oben? Das sieht aus wie so Wurzelwerk. Und das hier sieht aus wie eine Boss-Arena, wenn wir mal ehrlich sind, aber... Aha. Let's go! Verprügeln wir einen Drachen erneut! Ich vermute mal, der ist blutungsresistent, ne? Komm. Aua. Ey, lass mich dich treffen. Miese Nummer. Let's go. Ach so, ihr respawnt. Ah, ja, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, warum die nicht sterben und immer wieder da sind. GG, dankeschön. Danke! Habe ich einen. Ich glaube, ich habe einen fetten Stream-Delay schon wieder. Ah, ärgerlich. Ich weiß nicht, woher das immer kommt. Wir starten nachher einmal kurz neu. Danke, Leute!
Darf nicht auf die Map schauen. Ich habe eine Markierung gesetzt. Da will ich hin. So. Neue Karte gefunden. Südufer. Oh, endlich ist alles frei. Endlich. Oh, da ist der Drache zu sehen. Oha. Stark. Ah, okay, und hier drüben ist so eine Insel. Aber das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier rüber wahrscheinlich. War ich hier schon? Nee, da war ich noch nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Und was ist das? Ah, das Pfarrhaus. Okay. Der hatte mich hart genommen, der Drache. So, Süden erstmal weiter und nach da hinten schauen. Ich fand, das ging jetzt. Ich hatte ein bisschen Bammel tatsächlich. Ich war mir nicht sicher, wie hart die Nummer wird. Aber es ging. Es war okay. So, du hast ein Problem, dass ich hier durch will und wirfst mit Giftfässern oder so. Mach mal nicht. Was ist das? Tief wie violette Lilie. Mhm. Hier ist wahrscheinlich auch so ein Geisterding, ja. Bin minimal irritiert. Ging's hier nicht? Wait. Ah, da drüben. Wahrscheinlich. Ah ja, okay. Wow, wie sieht's hier aus? Ein riesiges Loch. Was spawnt da hinter mir? Irgendein Schleim. Hier ist ein Loch. Und Schleims. Sollte ich da runter? Es sieht so aus, als... Oh mein Gott, man kann da runter. Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur so ein Kartenloch. Keine Ahnung was, aber man kann da runter. Was ist hier heute los? Handbuch des Schlüssels und da diese riesige Drachenflügel. Oh mein Gott, es ist einfach so geil. Ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, so als ich es auf der Map gesehen habe und als ich hier hochgeritten bin, dass hier oben mich nochmal irgendwie so ein... Irgendein größerer Boss oder ein Drache erwartet noch ein zweiter. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber nein, es erwartet mich ein riesiges Loch, in das man hinuntersteigen kann. Und das einfach super, super, super tief ist. Ach du Scheiße. Wo auch noch irgendwelche Bobbles von oben auf mich drauf fallen können. Im Schattenbergfried sind auch noch zwei Bosse offen. What the fuck? Zum Erdkern, ja, so wirkt's.
Ah, da ist eine Gnade, sehr gut. Joker, hi, grüß dich. Alter Schwede. Also ich glaube, das ist der Weg hier. This is the way. Wo bin ich auf der Karte? Okay, was zum Teufel? Riss im Steinsarg. Das sind Särge. Das sollen Särge darstellen. Au. Das ist jetzt der zweite Moment. Heute. Oder der dritte? Innerhalb kürzester Zeit, dass du um eine Ecke läufst, in irgendein Gebiet rein. Oder ich meine, ich weiß nicht, wann ihr dahin gekommen seid, aber ich um eine Ecke laufe, in irgendein Gebiet rein und denk, holy shit. Was geht hier ab? Und warum ist hier direkt wieder eine Gnade? Ich bin doch gerade von einer aufgestanden. Deine Tarkov-Folgen gesehen. Neid ist auch mein Endgegner. Ja. Guten Abend an den Chat, Kalona. Hä? Gehst du? Oder versuchst du mit dem YouTube-Chat zu kommunizieren? Oh, ich bin gespannt, ob ich die Jungs Knight und die Goons heißen sie in Tarkov, ob ich die irgendwann mal killen kann. Oh, ich glaube, mit denen lege ich mich nicht an. Das dauert ja 100 Jahre, die zu killen. Mit meiner Waffe. Ich vermute mal, dass da meine Waffe einfach nicht perfekt geeignet ist für... Okay, da ist Ende nach unten. Du hast den Chat noch nicht begrüßt. Ach so. Das ist ja lieb. Das ist ja nett von dir. Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Norden und Süden. Oh oh. Ups. Sepp, da weiß ich jetzt nicht genau, auf was du hinaus willst. Ach so, wegen den zwei Gnaden hier. Oh, ich glaube, mein Chat kommt wirklich, ich komme wirklich spät bei euch an, glaube ich. Wir machen nachher Neustart. Also da drüben kann man irgendwo langlaufen, aber dann komme ich auch, sieht aus, als würde ich auch hier unten langkommen. Da bin ich auch runtergefallen. Ah, super. Tja, da siehst du immer. Jetzt wäre ich hier fast auch runtergefallen. Santrinas Pfeil. Okay. Bin ich ein bisschen overpowered hier in der Ecke gerade? Kann das sein? Oh oh. Okay. Hier überlebt man den Sturz. Nein. Okay, die sterben immer so schnell, die Jungs hier.
guck mal, hier ist nochmal so ein Kreuz. Hier stand mal ein NPC, der ist gestorben. Oder? Nee, Skadubaumfragment. Kreuz. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich meine Liebe zurück. Alright. Reden wir mit dem da hinten? Nee. Okay, also wir haben hier unten wieder so Wächterkugeln, die vor so einem Vogel sitzen. Das ist ein bisschen seltsam. Hier sind ein paar so Wächterkugeln. In dem Gebiet warst du erst im vierten Durchlauf. Ich finde es immer noch so beeindruckend, wie oft ihr dieses Spiel durchgespielt habt. Ich will nicht mit den Vögeln kämpfen, deswegen laufe ich jetzt hier einfach durch. Und ich verstehe nicht ganz, warum ich mein Pferdchen nicht... lasern! Mein Pferdchen nicht benutzen darf. Aua! Ja, ist ja gut. Nicht so ein Rhythmus, dass ich... Hey, stopp. Holy shit. Okay, vielleicht soll ich euch doch... Okay. Die alten Skadu-Fragmente behält und alle neu spawnen. Ah. Die Vögel sind nicht so schlimm. Habe ich auch gerade bemerkt. Ja. Ich glaube, ich kill sie doch. Oh, okay, die sind ja noch schwächer als die anderen. Also, die Jungs muss ich wohl doch killen, habe ich das Gefühl. Muss ich mich doch ein bisschen durchkämpfen hier. Also zumindest halt die... Wobei, nee, hier, die muss ich nicht. Da muss ich nichts killen. Die, die mich lasern. Den da vorne zum Beispiel. Den muss ich schlagen. Ey! Hören Sie bitte auf. Mit diesen Gemeinheiten. Da oben irgendwo noch einer. Nicht runterfallen. Ah, oh, die explodieren hier auch noch. Okay. Alles gut, nichts passiert. Nützen einem die Skadu-Fragmente nicht noch mehr, wenn man noch mehr einsammelt? Oh, hey, Laserboy. Es reicht, danke. So, hier ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, ey. Meine Güte. Also der wird mich auch anlasern. Ich will nur rausfinden, in welche Richtung ich muss. Ja, da hinten sieht schon irgendwie richtig aus. Und in die Richtung eher nicht. Aber dann schaue ich mal ganz kurz, glaube ich, was es in die Richtung gibt. Obwohl, ach nee, komm. Auf zum Laserboy. Oh, erst was saufen. Was machst du eigentlich beruflich?
Gelernt habe ich Fachinformatiker. Also, ich habe es schon öfter angeboten, wenn jemand von euch Computerprobleme hat. Gebt Bescheid, ich versuche sie zu fixen. Aber ich bin eigentlich so der Typ bisher immer gewesen, der gesagt hat, haben Sie denn Ihr Gerät schon ein- und ausgeschaltet? Aus- und eingeschaltet, so rum. Kann immer direkt zu Bossen. Ah. Muss mich leider verabschieden. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und schau Dienstag wieder rein. Prometheus, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend und vor allem auch ein schönes Wochenende. Wobei, ich bin... Genau, morgen gibt es einen Sonderstream. Hier, Samstag. Den hätte ich mal auf Twitch ankündigen können, ne? Einen langen Sonderstream. Morgen. Irgendwie den ganzen Nachmittag. Was ist das denn jetzt? Warum sind hier Skelette? Und warum bewegt ihr euch wie die verdammten Skelette in Dark Souls, die dann so durch die Gegend drehen und so ein Quatsch? Schweinerei. Ach, egal. Kommst du wieder von da unten? Nee. Was ist das? Kann ich ihn einfach in Ruhe lassen und vorbeilaufen? Muss ich das killen, dieses hässliche Ding? Weiß ich nicht. Ich hab's mal gekillt. 8. Schmiedestein 8. Hallo? Ernsthaft? Mehrschichtiger Ring des Lichts. Aha. Huh. Wo bin ich? Was mache ich hier? Was soll das alles? Einfach sehr schlecht bin. Kaluna, ich bin übrigens auch der gleichen Meinung wie Hemd of Blood. So schlecht kannst du gar nicht sein, wie du hier immer behauptest. So. Was ist das hier? Okay. Streichelt so. Ja. Lebt ihr noch? Nee. So, was kommt jetzt hier für ein Boss? Warum sind hier Viecher? Hallo? Was hast du zu sagen? Oh, bitte gewährt mir den Mut, zu euren Füßen zu fliegen, meine Liebste.
Sandrina! Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht da runterhüpfen muss. Du schaffst den Horrorwald nicht, aber der Horrorwald ist jetzt... Keine Ahnung. Es sieht aber so aus, als würde es dir den richtigen Weg runtergeben und keinen einfachen Sprung. Also es... Alles spricht dafür, dass ich hier einfach runterspringen soll, aber ich gucke jetzt trotzdem noch einmal kurz nach da hinten. Ich meine, ich saß ja gerade an der Gnade und was habe ich zu verlieren? 63.000 Runen. Ach, scheiß drauf, ich spring da jetzt einfach runter. Wuhu! Ah, guck mal, noch nicht gestorben. Aha. So. Hier sieht's aus. Exakt. Genau gleich. Wie beim Drachen aus Dark Souls 3. Midir, genau. Midir, komm. Oh, okay, nee, es ist nicht Midir. Was bist du? Heulen ist Ritter. Ah. What the fuck? Holy shit. Warte mal. Können wir mal kurz langsam machen? Ich fänd's ganz cool, wenn dein Pferd nicht extra rumläuft. Bleibt ihr mal zusammen, ihr zwei. Aua. Uh-oh. Schlechtes Timing. Ach. Aua. Aua. Was willst du? Was tust du? Oh, oh, aua. Können wir bitte... Was zum... Oh Gott. Also diese Frostattacke, die er da von sich gibt... Was er hier gerade gemacht hat, dieses Flammending, das war mies. Kann ich hier auch schneller runter? Ja, komm her, Kumpel. Ob ich den wohl parieren kann? Probier's mal. Ah, sieht nicht so aus. Ah, nee, vor allem wenn er nicht, wenn er so zweihändig macht, dann sowieso nicht. Zu früh gedrückt. Ein Schisser. Ich vertrage Grusel auch überhaupt nicht. Aber da ging es. Also das ist jetzt nicht so krass. Die Musik macht da viel aus. Im Gruselwald. Mach die Musik aus und dann sollte das kein Thema sein. Ich habe noch eine andere Idee. Ich probiere es mal mit der Waffe beidhändig.
Sepp hatte schon vorgeschlagen, dass ich ja morgen ein Horrorspiel durchspielen könnte. Ich hasse Horror. Ich hasse alles, was mich irgendwie verängstigt. Oh, das ist ärgerlich, wenn das passiert. Wunderbar. Nein, nein! Ach, Mist. Ich kann ihn nicht treffen, so, ne? Scheiße, ich kann ihn da nicht treffen. Shit. Vielleicht hüpfen. Ich muss da, glaube ich, springen. Oh, springen. Springen hilft da. Eine Rüstung, die Geräusche mindert im Wald. Sehr hilfreich. Oh ja. Aber... Also ich bin da relativ easy durchgekommen, ohne dass ich jetzt... Ich glaube, nur in einer Situation habe ich es nicht sofort hingekriegt. So, pass auf, wir nehmen die Keule. Ah, wobei, nee, Schwert ist cool. Gab, glaube ich, nur eine Situation, wo es schwierig war, und zwar, wenn der Nebel kommt. Wenn man im Nebel ist und diese Dinger da sind. Das ist ein bisschen mies. Ansonsten hatte ich nirgendwo Schwierigkeiten mit meiner Lautstärke. Aua. Hier muss ich jetzt springen. Ah, easy, wenn man springt. Easy, wenn man springt. Aua. Ah, nee. Ich habe nicht gesehen, dass es von außen nach innen geht. Okay, also wenn er nicht dick ist, sein Pferd untenrum nicht dick wird, dann spuckt er es nach außen und dann fährt es von außen auf mich rein. Das muss ich mir unbedingt merken, weil das sehe ich nicht richtig. Da muss ich dann einen Meter von ihm weggehen, um zu schauen, wann das blaue Feuer auf mich zufliegt. Aber ich glaube fast, ich kann ihn auch mit der Keule verprügeln, wobei er nicht bluten wird. Oh, das wollte ich gar nicht. Ah ja, mit der Keule ist viel besser. Aua. Alter. Wenn sein Pferd hier kommt... Ohne ihn, das ist mies. Genau, jetzt springen. Wie einfach das ist, wenn man hier springt, ne? Oh oh. Eieiei.
Nein, springen. Oh, okay, keine Ahnung, es hat irgendwie... ich hab... Moment, nicht zu sehr, nicht paniken, nicht, alles gut. Nein, hüpfen, verdammt, saufen. Ah, knapp, oh, knapp, nein. ich wollte gerade... Er hat diesen Flammenschlag nach vorne gemacht, dass diese Flammen in meine Richtung kommen. Und den wollte ich überspringen, habe aber aus Reflex die Rolle gedrückt. Und dann war in meinem Kopf aber das Springen schon verarbeitet. Das heißt, ich bin aus Versehen diesem Flammenschlag nach vorne, bin ich weggerollt zur Seite. Und aus der Verarbeitung im Kopf habe ich dann A gedrückt und... bin aus Versehen über seinen anderen Schlag drüber gesprungen. ah, geil. Großartig, das war ja köstlich gerade eben. Oh, ich glaube, das muss ich als Short zusammenschneiden. Das mache ich euch als Short zusammen, weil das war gerade... Ich glaube, man kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich werde es als Short und dann mit Slow Motion, was da passiert ist. Ich habe einfach in der falschen Reihenfolge die Tasten gedrückt, weil in meinem Kopf das schon, dieser Prozess von Springen schon abgeschlossen war. ah, geil. Oh Mann. Man kann, glaube ich, hier fast über alle Attacken drüber hüpfen, die er macht. Ah, da weiß ich nicht. Habe ich natürlich jetzt nicht aufgepasst. Wow. Oh, ey, come on. Wenn man da mal das falsche Timing hat, ne? Ah, er blutet. Er blutet also doch. Let's go. Geht doch. Jetzt? Ah, Gnade. Wo bin ich hier überhaupt? Dankeschön. Na, so viel hinten dran scheint der Stream doch nicht zu sein. Ich kam mir nur vorhin irgendwie so vor mit dem Drachen oder so. Hm. Seltsam. Danke, danke. Dankeschön. So, was ist das hier? Hallo? Bist du die gute Lady, die da angefleht wurde? Saint-Martin oder sowas? Hallo? Hallo? Am Nektar erquicken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will mich nicht an dem Nektar von einem Kind erquicken. Das ist falsch. Guckt euch das an.
ich habe einen Discord, ja. Ich kann gleich mal den Link in den Chat schreiben. Ich habe leider meinen Chatbot noch nicht repariert. Immer noch nicht. Da liegt Loot. Handbuch des Schülers. Was sind das überhaupt für Handbücher? Ein Tipp? Nee. Wäre doch unhöflich abzulehnen. Kann ich... Ja, ich meine... Was hast du für mich? Echt jetzt? Moment. Was? Ich bin komplett irritiert. Tatsächlich. Soll ich noch ein drittes Mal probieren? Die Runen, das sind noch 16.000 oder so. Das ist nichts mehr. Was? Okay, Moment. Ich tue jetzt eine Sache, die ich ganz selten in diesen Spielen tue. Und das ist... mir anzuschauen, was ich denn so herstellen kann. Weil ich habe ja hier überall diese Blumen gefunden. Erstmal kurz Inventar. Ich habe überall diese Nektar-Blutknospen gefunden. Material zur Herstellung von Objekten. Findet man immer seltener. Was steht hier noch? Soll dort wachsen, wo sich das nektarartige Blut der verlassenen Trina sammelt. Eine junge Schote voller purpurfarbenem Nektar, Material zur Herstellung von Objekten. So, was kann ich denn damit herstellen? Guck mal hier. Ein lullender Ast baut langsam Schlaf auf und stellt schrittweise FP wieder her. What the fuck? Okay, das bringt mir ja überhaupt nichts. Ich habe jetzt gedacht, ich bin super klug, ne? Ewiges Schlaffett. Geht's hier wirklich? Ist das einfach eine Loot-Zone für diese Lilien?
Tja, so super klug war ich wohl doch nicht. Aber ich hab doch... Moment. Ich hab doch hier auch irgendwas gekriegt. Irgend so ein Handbuch. Ich hab so viele Handbücher, ich guck die nie an, ne? Igons des verrückten Handwerkers, da. Bauplan eines Schülers, der die Lehren des Schlafheiligen verfolgte, was jedoch zuerst nach sanftem Schlaf aussah, reifte zu Seide heran. Mit diesem Wissen könnt ihr Folgendes herstellen. Ein nullender Ast. Ach so, okay. Ne, in dem Fall Schneefall. Ewiges Schlaffett, ja, das sind die. Und das erste Buch habe ich nicht gefunden. Ne, dann ist es... Dann ist das alles? Dass ich hier halt so looten kann, oder was? Und sie schnarcht sich hier ein. Ich war wirklich gespannt. Ich hatte gehofft, es passiert irgendwann was anderes. Ja, Moment. Sie hat was gesagt. Ich muss Mikkela aufhalten. Ich soll das arme Ding nicht, oder halt diesen erbärmlichen Typen nicht zu einem Gott werden lassen. Nochmal? Ich denke, das wird's gewesen sein, oder? Göttlichkeit wäre Mikkelas Ende. A caged divinity is beyond saving. Und nochmal, let's go. Okay. Sie redet tatsächlich mit mir. Nach dem vierten Mal. Krass. Ja, Mikkela ist doch schon tot.
Hör jetzt auf, meinen Nektar zu trinken und geh endlich zu Mikela, verdammt! Erst wenn sie ihre Zeilen wiederholt. Ich will alles hören. Jetzt fühlt sich's nämlich so an, als hätte sich's gelohnt, hier runterzugehen. Und vor allem, als würde sich's lohnen, zu sterben, aber... Sie könnte ja auch einfach alles in einer... Ja, dann wär's halb so witzig und halb so spannend. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alle Zeilen gehört, die sie so von sich geben kann. Und das ist wieder eine sehr lange Aufnahme geworden. Für die Leute, die nicht live zugucken können. Und hier vielleicht am Ende drüber stolpern. Über mein Outro. Euch sage ich Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein.